Mahlzeit, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Destiny. Heute lassen ich und Ralle uns mal im PvP komplett auseinandernehmen, damit ihr auch was zu lachen habt. Der liebe Ü-Gaming hat sich gewünscht, dass ich mal die Facecam anmache. Hier habt ihr mein wunderhübsches 31 Jahre altes Gesicht. Und nein, das ist kein Spaß. Ich bin 31. Ich bin so ein richtiger 31. Fake News. Ja, ich bin so ein richtiger 31er jetzt. Von daher, also Schluck Kaffee und nochmal einen Schluck No Product Placement von einem guten Eistee. Mit halb Wasser verdünnt und schmeckt immer noch süß wie, oh, wie ein Bonbon, wie flüssiges Bonbon. Was war das Beste bis jetzt? Ich glaube, das Beste, was ich bisher hatte, war der 1,0. Ja gut, das ist ja, ne, das heißt immer so ein Kill-Kill oder was? Er hat dich gekillt und du ihn. Ich hatte genau einen Kill. Okay. Ja. Kann man so machen, ist dann aber halt scheiße. Nimm diese Zonen ein, Hüter. Ah, hier, für dich, Zoneneinnahme. Jawoll, ja. Das spiele ich immer noch am liebsten. Ich mache mich gleich zu B. Das Zone A erobert. Ja. Der Feind hat Zone C eingenommen. Oh, hinter mir. Schön infiltrieren von hinten. Wie erobert. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Rule. Na, von der Pumpe weggezogen worden? Ich glaube schon. Ich glaube, das war eine Pumpe. Ja, ist gut, ne? Hä? War doch nicht mal angebunden. Warum konnte ich mich dann fast nicht bewegen? Naja. Netcode. Alter, ach so, ja gut, Sniper. Yeah, ich bin letzter, du bist über mir. What? Zone B verloren. Wie kann das sein? Ich hatte bisher noch keinen Kill. Führung verloren. Ich auch nicht. Yo, Schultercharge, Alter, ich wusste es. Titan. Ja. Zone C erobert. Du hast den Zonenvorteil. Zone A verloren. Irgendwie, die Runde läuft nicht so gut. Die Karte ist auch mega schrecklich. Boden gewonnen, aber noch ist es nicht vorbei. Vorsicht, die haben Schwere. Das sagst du mir, nachdem ich tot bin? Die haben Schwere. Na gut, das war schwere. Da konnte ich nichts für. Erobert. Der Vorteil liegt bei dir.
Ich würde mal sagen, die zerreißen uns. Zone C verloren. Ah, ich finde es schön, wenn man hinter der Wand ist. Also die Peak Ass müssen wir uns aber auch noch holen. Das wird sowieso noch lustig. Wobei, wie gesagt, ich bin eher so der Fan von Letztes Wort. Zone B erobert. Du hast den Zonenvorteil. Du holst auf, mach weiter so. 5 Minuten Powerplay. Lass nicht nach. Ich glaube, ich hätte die Tür doch zumachen sollen. Alles gut. Zone A verloren. Kannst du ja jetzt noch machen. Nee, mitten im Game stehe ich nicht auf. Ich weiß, was gleich passiert, Hüter. Gleich holst du auf. Bringt das überhaupt was, wenn 3 Leute hier drin stehen? Ja, dann geht's schneller. Was Zone A erobert. Powerplay. Lass nicht nach. Da. Ja, da letztes Wort, ey. Wenn du mit der Waffe umgehen kannst, Alter, dann... Oi, oi, oi. Zone B verloren. Auf 3 Minuten. Warum nennt sich jemand nach einer Stadt? Ich verstehe es nicht. Zone C erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Verloren. Was für ein Legri. Die Schulter. Nee, war die super. Deine Gegner ziehen. Sag ich ja, was für ein Legri. Schnapp sie dir. Zone C verloren. Powerplay. Der Feind hat eine Zone. Ja, kannst du vergessen. Das wollen wir nicht mehr ein. Ist egal, ich spiele PvP, weil es Spaß macht.
Nicht immer, aber immer öfters. Zone A erobert. Nur noch eine Minute. Alter, ist klar, ne? Da nimmst du schwere Munition auf, denkst du dir, wow, jetzt kriegst du den einen gekillt, machst einen Schuss, drückst den Trigger nochmal und nichts passiert. Hm. Geil. 30 Sekunden. Du wurdest besiegt. Kämpfe jo. Erneut. Der Herrlichkeit ist der Schlüssel. Wenigstens Level up. Oh, ich habe tatsächlich kein Level abgekriegt. Scheint ab 40 wohl etwas langsamer zu gehen jetzt. Ein bisschen. Boah, 10 Kills, Alter. Oh, diese KD. Man Schnell. Wartet beim. Das lasse ich sowas von drin. Das lasse ich sowas von drin. Besiege deinen Gegner. Nein, wirklich. Besiege deine Gegner. Mehr verlange ich nicht. Ja, der lief hier schon mal durch. Hinter uns. Zwei für einen. Meinst du hinter dir? Ja, oder so. Was kann euch aufhalten, wenn ihr zusammenkämpft? Nichts. Ich glaube, der war gerade AFK. Meinen Respekt, Jäger. Mist. Oh ja, die haben ja schwere. Ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Genau, erstmal eine Shotgun ins Gesicht gehalten bekommen und dann einen Schlag in die Fresse. Läuft! Oh, Fusionsgewehr. Danke für den Rächer, Balle. Oh, wow. Das ist der erste Rächer, den ich gerade gekriegt habe, ne? Ich hoffe, du hast von Lord Shax auch alle Beutezüge mitgenommen. Soweit ich weiß, ja. Obwohl, nee, ich habe ein paar abgeschlossen und hätte sie wiederholen können. Verdammt. Ah, wo ist er denn? Alter, der war hinter... Ich glaub's nicht. Aber die Map ist eigentlich prädestiniert für Schrot. Deswegen renne ich auch gerade mit der rum. Ui. Ich weiß gar nicht, muss man zielen, um gut Schrotschaden zu machen, oder reicht das, wenn man einfach abdrückt?
Eigentlich reicht es, wenn du einfach ab. Ich habe bisher nicht festgestellt, dass mit dem Zielen das besser wird. Okay. Autsch. Da bin ich mal ganz kurz zusammengezuckt. Okay, was war das jetzt? Er trifft mich, ich bin nicht tot. Ich komme auf den Boden auf und dann sterbe ich. Es ist aber keiner in der Nähe. Hä? Oh, warte, meine Super ist fertig. Warum kann er mich schneller killen als ich ihn? Vielleicht war meine Dings schon etwas low. Okay, das war jetzt Fail. Ich aktiviere meine Super und ich sterbe. Nur noch 5 Minuten. Aber wenigstens hat er ordentlich Munition verschwendet an mir. Alter, der leckt aber auch ein bisschen, ne? Yo, wie der dich ranzieht, habt ihr das gesehen? Ja, ich wurde gerade wieder von der Peak Ass zerrissen. Kill, kill. Die Schattenklingen sind schon geil. Auf 3 Minuten. Aber die Ulti hält zu lange. Ja, ihr seht hier die ungeschminkte Wahrheit. Hier werden nicht nur die guten Runden gezeigt, sondern auch alles Schlechte. Kam der jetzt her? Ne, hinter uns.
Ja, wie gesagt, die Ultis halten einfach zu lange. Also zumindest die. Ist halt einfach so. Aber gut. Oh, ich habe dich gerade fast selbst zerrissen. Ich habe den eigentlich getötet, aber er lebt irgendwie noch. Warum auch immer. Natürlich. Da drückst du dem eine Granate ins Gesicht und er lebt immer noch. Eine Minute. Ja, das ist auch übel, wenn zwei Ultis aufeinandertreffen, dass dann der gewinnt, der später zündet. Genau. Das heißt jetzt wieder mal eine Ulti verballert für nix. Ja. Zehn Sekunden. Verlange nur den Sieg. Gut. Yay, sehr schön. Wenigstens mal gewonnen. Gab schon mal bessere Runden, aber auch schon mal schlechtere. Mhm. Beeindruckend, Hüter. Du hast einen natürlichen Instinkt für die Schlacht. Oh, wow, ich habe 14 Kills. Wow, ich habe 25. Das ist okay. Da würde ich doch mal sagen, wir machen uns jetzt bereit für Livestream. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nochmal so als kleine Werbung, ne? Ihr seht da, ne, ihr seht jetzt auf der Seite Julians Video und seinen Account. Ich sollte mal ein Video von ihm verlinken. Schaut es euch an, ist auf jeden Fall sehr witzig. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, ich bin raus. Euer Sex Vapor. Tschüss.